Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Heute mit einem Thema, das mir selbst sehr am Herzen liegt und das ich euch auch wirklich ans Herz legen möchte. Und zwar ist es die eure persönliche Vorsorge im Katastrophenfall. Weil damit helft ihr uns Hilfskräften richtig, wenn wir euch nicht auch noch um diese Sachen kümmern müssen, sondern sich jeder für 14 Tage selbst versorgen kann. Weil in der Zeit haben wir Zeit, alles wieder zu richten, zu reparieren, wie auch immer. Und dafür gibt es eine super Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die nennt sich Katastrophenalarm. Ich gebe euch unten den Link zum Downloaden oder zum kostenlos Bestellen. Die ist wirklich super. Da ist auch eine Checkliste mit dabei, was alles drin, was man alles tun möchte. Ich weiß, ich herrsche wieder den einen oder anderen, für was brauche ich das? Wir haben doch Feuerwehr, THW, die kümmern sich doch um Malteser, Kreuz, wie sie alle heißen. Die kümmern sich doch um uns. Ja, ist richtig. Aber wenn es mal zu großflächig wäre, dass es vielleicht mal Bundesland betrifft oder ganz Deutschland, dann sind wir viel, 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 viel zu wenig, um uns um die Leute zu kümmern. Und die beste Hilfe hilft euch nichts, wenn sie nicht da ist. Und deswegen ist der massiv im Vorteil, der sich und andere helfen kann. Und deswegen stelle ich euch drei Fragen. Seid ihr vorbereitet für die Krise? 14 Tage. Gehen sie euch und andere helfen? Und wisst ihr, was im Notfall zu tun ist? Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Die 20, 25 Euro. Gibt es denn überhaupt diese Katastrophen, wo man sich vorbereiten muss? Ja, definitiv. Beispiele, Münsterland 2006. Die Leute waren teilweise bis zu 10 Tage, waren 500.000 Leute ohne Strom. Die hatten nur das Glück, dass außenrum war ja nichts. Das heißt, von dort konnte Hilfe zu denen vordringen und konnte die Leute dementsprechend versorgen. Aber wenn es großflächig ist, fällt es weg und dann weißt du, was du für ein Problem hast. Simbach, bei uns in der Gegend, 2013 Überschwemmungsgebiet. Auch hier kam wieder Hilfe von außen. Meine Kameraden waren vor Ort. Schneechaos 2019 hier bei uns, wo wir wahnsinnig viele, über 14.000 Einsatzkräfte waren allein bei uns im Landkreis Traunstein im Einsatz, um die paar Ortschaften zu helfen. Die paar, wenn es jetzt mal eine große Katastrophe ist, haben wir lange nicht so viele. Also es gibt diese, es gibt eben Blackout. Wer sich zu dem Thema gern interessiert, schaut euch meine Videos in der Blackout-Serie an. Danach wisst ihr, ein Blackout ist definitiv möglich und ist sogar 2023, eigentlich möchte ich fast sagen, wahrscheinlich. Ist leider so. Tornado, Sturm, Überschwemmungen, Evakuierungen. Dann heißt es immer, Evakuierung, warum soll ich evakuiert werden? Nein, in der Stadt kann es mal passieren, eine Fliegerbombe. Gut, ist meistens vorübergehende Evakuierung. Es kann euch aber passieren, es brennt bei euch oder vielleicht in der Nachbarschaft. Und die Rauchwolken kämen auf euch zu, dann werdet ihr auch evakuiert, weil da kann ich nicht in der Wohnung bleiben, sonst sterbe ich ganz einfach. Es kann eine Brandkrankheit, es kann auch irgendeine Chemielaster bei euch in der Gegend ums Eck fallen. Wir sind ja alle gewohnt, dass immer alles zur Verfügung steht. Just in time mittlerweile bei uns alles. Es hat ja keiner mehr Vorräte daheim. Eine Apotheke ist nach einem Tag leer, wenn der nicht jeden Tag kommt. Die haben manche Medikamente haben die nur einmal vorrätig. Supermärkte haben für 2 bis 3 Tage maximal. Wenn dann kein Nachschub kommt, dann war es das. Wasser, wenn kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt, da habe ich auch ein Video zu dem Thema gemacht. Stromausfall, Sturm, Schneefall, es kann alles Mögliche passieren. Aber wie bereite ich mich vor? Und deswegen gehen wir jetzt die Broschüre durch. Fangen wir doch mal damit an, wer ist denn dieses ominöse BBK, Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz. Die wurden 2004 gegründet, nachdem im 2001, 11. September, wisst ihr alle, was passiert ist, und es waren noch andere Katastrophen, man hat sich einfach überlegt, wie könnten wir in so einem Fall reagieren. Und dann haben sie festgestellt, sie brauchen eine Behörde, die das Ganze dann quasi koordiniert. Die haben relativ viele Aufgaben. Eine ist zum Beispiel die Koordinierung des Schutzes der Bevölkerung gegen Massenvernichtungswaffen. Steht bei denen so drin. Warum? Es ist mittlerweile nicht mehr so ohne, dass irgendwann mal ein terroristischer Anschlag mit vielleicht Chemiewaffen passiert, mit biologischen Waffen, mit der dreckigen Bombe. Dann müssen die Hilfskräfte koordiniert werden. Und genau das ist ihr Job
und Ausbildung und auch Fortbildung der Bevölkerung, zum Beispiel mit solchen und anderen Broschüren. Geht mir auf die Seite www.bbk.bund.de. Da gibt es noch viel, viel weiterführende Informationen, das ist hochinteressant, bin da auch regelmäßig drauf. Gut, in der Broschüre geht es um relativ viele Sachen. Es geht auch zum Beispiel richtiges Handeln im Katastrophenfall. Es ist dort auch darum, wie verhalte ich mich beim normalen Unwetter. Das muss ja nicht immer gleich eine Katastrophe sein. Wie verhalte ich mich, wenn es brennt? Wie verhalte ich mich bei Hochwasser oder bei CBRN, Gefahrenstoffe, früher ABC? Und wie mache ich meine Vorsorge? Und es beginnt natürlich logischerweise mit dem Wichtigsten, was wir brauchen, Wasser. Wir sagen ganz klipp und klar, 2 Liter pro Tag pro Person für Trinken und Kochen ist mal Pflicht. Seid ihr also eine vierköpfige Familie, solltet ihr 8 Liter pro Tag da haben, oder wir machen es anders, für 14 Tage soll pro Person 28 Liter vorrätig sein. Seid ihr eine vierköpfige Familie, braucht ihr 120 Liter Wasservorrat. Ob ihr das in PET-Flaschen habt, die ihr immer wieder verbraucht, das ist eine Möglichkeit. Ich habe es in Kanister, Mikroporforte noch reingeschmissen, dass das dann noch ein halbes, dreiviertel Jahr hält. Und so kann ich das, wechsel die halt noch einen halben Jahr wieder aus und fertig. Es geht dann noch weiter, wir brauchen einen Wasservorrat für die Hygiene. Wenn ihr mal 14 Tage nicht duscht, ja, das könnte ein Geruchserlebnis werden, denke ich mir mal. Und gerade wenn es jetzt vielleicht um irgendwelche Katastrophen geht, dann ist natürlich die Hygiene ein wichtiges Thema, dass man, wenn man heimgeht, sich die Hände waschen und desinfizieren kann. Darf man nicht unterschätzen. Hausapotheke, was gehört hinein? Was ist bei Stromausfall zu tun? Also die Kurzfassung meiner Videos. Welche Dokumente sollte ich den Kopierer im Notfall bereithalten? Gepäck für den Notfall. Ich habe euch vor kurzem zusammen mit Martin von MB Survival habe ich ja einen Indoor-Fluchtrucksack kreiert. Ist also für alle die Leute, die einfach sagen, naja, ich war noch nie im Wald, ich werde da nicht rausgehen. Was soll ich denn da draußen? Logisch, wenn ich noch nie draußen bin, was soll ich denn da? Und da ist quasi auch in der Checkliste drin, was gehört da mit rein. Weil es kann einmal beim Brand, es kann mal ein chemischer Unfall sein, es kann irgendwas sein, dass ihr schnell evakuiert werden müsst, wenn auch nur für ein paar Tage, ist es einfach gut, wenn ich meine eigenen Sachen dabei habe. Wie kriege ich denn Warnmeldungen? Auch hier Tipps, die Lina, die App, was es gibt, ist übrigens auch gar nicht schlecht. Wie setze ich einen Notruf und wo kann ich Erste Hilfe lernen? Und das ist ein Thema, das möchte ich auch wirklich ans Herz legen. Ich stelle mir immer für mich vor, einer meiner liebsten Angehörigen kriegt einen Herzinfarkt. Mein Erste-Hilfe-Kurs ist aber 20 Jahre her beim Führerschein oder 30 Jahre. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Und der stirbt. Weil vielleicht gerade in dem Moment dauert es 5-10 Minuten, bis jemand kommt. Das kann aber dann schon für ein Hirn das Ende bedeuten. Und da würde ich mir mein Leben lang Vorwürfe machen, wenn ich mir dann denke, verdammt, hätte ich einen Ersten-Hilfe-Kurs gemacht, wird derjenige vielleicht heute noch leben. Und ich mache jedes Jahr einen Ersten-Hilfe-Kurs und das seit, ich weiß nicht, 25 Jahren. Also ich habe schon x gemacht und dazu noch weitere Fortbildungen, auch sehr praxisorientierte, wo wir dann oft die Malteser-Gruppe da haben, die quasi die Patienten spielen, die machen das richtig gut. Und da, wenn die da mal werken, da gefriert das Blut in die Adern und eine bessere Praxis gibt es nicht zu testen. Also das gehört auf alle Fälle mal mit dazu. Bauliche Sicherungen, was kann ich am Haus machen? Und dann kommt eine Checkliste. Und die stelle ich jetzt vor. So, hier drin ist eine Checkliste. Das ist also relativ cool, weil da ist eigentlich alles, an was ich denken muss, ist da dran gedacht. Es beginnt mal mit Getränke, habe ich euch schon gesagt, und Lebensmittel. Hier sind einfach Beispiele drin, was sollte ich denn so bevorraten. Also keine Ahnung, pro Person 5 Kilo an Nudeln, Reis etc., Kartoffeln. 5 Kilo an Gemüsehülsenfrüchte, ich kann schon gar nicht mehr reden, die natürlich alle lang dauern, also zum Beispiel in Glas oder Dosen drin haben, damit ich die lange, lange Haltbarkeit habe, damit ich die im Vorratskeller drin habe. Wenn ich da Sachen hernehme, die ich sowieso esse, dann kostet mich das Ganze nicht mehr was, weil zum Beispiel steht hier pro Person 4 Liter Milch, so jetzt mache ich das und habe bei vierköpfigen Familie eben 16 Liter Milch dann im Kammerl stehen. Und jetzt kaufe ich mal wieder 2 Liter Milch, 2 Tuben,
stecke die natürlich noch hinten und nehme die ersten zwei wieder raus, sodass ich das immer im Wechsel habe. Dann verbrauche ich das Zeug auch wieder, aber es ist immer was da. Das heißt, es kostet mir letztendlich gar nicht, weil ich nutze das Zeug ja auch. Und da gehen wir jetzt einfach mal diese Checkliste der Reihe nach durch. Getränke, Lebensmittel haben wir schon gesagt. Da wird es ein eigenes Video nur dazu geben, wie man das. Oder da habe ich eigentlich schon mal ein Video, wie ich einen Notvorrat habe. Ich habe so einen 20-Tages-Vorrat nur dazu, gebe ich euch unten den Link. Es beginnt mit der Hausapotheke. Da gehört natürlich einfach ein DIN-Verbandskasten, also ein Kfz-Verbandskasten mit dazu. Schaut mal in ein Auto rein, vielleicht ist der sowieso abgelaufen, kauft euch fürs Auto rein, nehmt den alten zu euch mit in die Wohnung. Dann habt ihr immer was da. Dann natürlich alle Medikamente, die wir vom Arzt verordnet haben, also mindestens das, die nur 14 Tage gelangen. Schmerzmittel, Desinfektionsmittel, Erkältungskrankheit, Fieberthermometer, Mittel gegen Durchfall, Insektenschutzsplitter. Also einfach das, was man normal daheim sein sollte. Hygieneartikel. Ist auch ein wichtiger Punkt. Gerade Seife ist in der Krise wichtig, weil die Hygiene nicht so ist, wie wir das gewohnt sind. Und daran natürlich Krankheiten schnell ausbrechen können. Also Seife, Waschmittel, natürlich eins ohne Maschine. Zahnbürste, Zahnpasta, dass das auch ausreichend ist. Einweggeschirr. Darf man nicht unterschätzen, ihr könnt es, vielleicht habt ihr nicht genug Wasser zum Spülen. Dann ist Einweggeschirr echt Gold wert. Haushaltspapier, Toilettenpapier, weil ohne das ist echt eine Scheißsache. Müllbeutel. Ich habe nur Campingtoilette, steht hier auch drin, habe ich euch vorgestellt in meiner Blackout-Box. Haushaltshandschuhe und Desinfektionsmittel. Dann ist auch hier viel zum Thema Brandschutz mit drin. Also zuerst einmal Keller, Dachboden entrümpeln. Ist mal keine blöde Idee, dass man so die brandgefährlichen Sachen, die ich sowieso nicht mehr brauche, rausschmeißt. Dass falls es brennt, dass es langsamer brennt und die Feuerwehr mehr Zeit hat zum Löschen. Feuerlöscher, ganz wichtiges Thema, gehört für mich, gibt es gar keine Diskussion in jedem Haushalt, nein. Rauchmelder ist halt sowieso Pflicht bei den meisten. Löschdecke. Ich habe tatsächlich selbst eine gebraucht. Es war Weihnachten, ich habe es Fondue gemacht und da haust den Spiritus rein und das war so ein billiges Teil, habe ich auch nicht mehr, habe weggeschmissen und da ist der Spiritus rausgelaufen. Und ich zünde an und es macht Pfff. Und ihr könnt es euch vorstellen, wir hatten einen nagelneuen Tisch, der war dann noch etwas schwarz, also es war kein schönes Weihnachten und es hat richtig, die Flammen waren wirklich, die waren so hoch. Also es war nicht ohne, ich habe dann gerade noch einen Vorhang Gott sei Dank gerettet und auf Zeiten gebracht. Und dann habe ich einfach das nächstbeste genommen, was da lag. Da war gerade vom Bügeln ein Handtuch gelegen und das habe ich da drauf geschmissen. Ich gebe zu, sollte es nochmal passieren, ich werde mir das Handtuch vorher anschauen und nicht gerade ihr Lieblingshandtuch benutzen. Ja, also wie gesagt, es gab schönere Weihnachten. Also wichtiges Thema. Wassereimer, eben für Löschwasser zum Beispiel, weil das wäre die zweite Alternative gewesen, hier mit Wasser drauf, allerdings Spiritus kochen, mit Wasser löschen, da macht es. Sollte ich nicht zweimal reden. Kübelspritze, Gartenschlauch. Dann bei Energieausfall, also bei Stromausfall natürlich Licht, also Kerzen, Teelichter dazu, Streichhölzer, um die anzuzünden, Feuerzeug, Taschenlampe, Reservebatterien. Camping-Spirituskocher, ganz wichtiger Punkt, ihr braucht immer irgendwo einen Kocher. Dann müsst ihr euch ja die Speisen warm machen, ihr müsst vielleicht Wasser abkochen, wie auch immer. Eine Heizgelegenheit. Da habe ich mal diese kleine Gasheizung vorgestellt, die auch der Martin von MB Survival hat, gebe ich euch unten den Link, schaut euch das Video mal an, ist ganz interessant. Natürlich mit ausreichend Brennstoff. Ein Rundfunkgerät, damit ich auf dem Laufenden bleibe. Weil vielleicht sagen die Behörden doch, Achtung, es geht noch 10 Tage der Stromausfall. Dann ist es Zeit, in Panik zu verfallen. Das meine ich ernst. Gut, Dokumentensicherung. Notgepäck. Was ich schon gesagt habe, der Indoor-Rucksack ist das hier quasi drin. Da ist natürlich zusätzlich noch Schlafsack einfach mit dabei, dann Unterwäsche dabei, dann ein richtig gutes Schuhwerk, nicht mit Klapperl draußen rumlaufen. Essgeschirr, Besteck, Thermoskanne. Ihr habt es vielleicht dann irgendwo, da gibt es was zum Essen, aber die haben kein Geschirr mehr, weil die kein Wasser zum Spülen haben. Dosenöffner, falls irgendwas ist, Taschenmesser. Erste Hilfe-Set, sowieso klar. Warme Kleidung noch dazu, es könnte ja kälter werden, Taschenlampe, Kopfbedeckung, Schutzhelm. Okay, für den Schutzhelm weiß ich jetzt nicht, was die meinen. Schutzmaske oder behelfsmäßiger Atemschutz. Wenn es brennt, nicht bei euch, sondern vielleicht in der Nachbarschaft, sterben die meisten Leute an Rauchvergiftung. Die wenigsten verbrennen. Das heißt, wenn ich hier einen Schutz habe, der meine Atemwege schützt, überlebe ich wesentlich länger. Optimal ist natürlich in dem Fall eine ABC-Schutzmaske, wenn ich sowas habe, mit Filter.
aber auch eine FP3-Schutzmaske kann man hier sehr gute Dienste leisten, weil einfach nicht so viel Rauch bei mir reinkommt, der ja sonst in meine Lungen drin ist und mich erstickt. Es ist nicht die beste Lösung, aber es ist definitiv besser, als wenn ich nichts habe. Arbeitshandschuhe und eben dann auch das Handy mit dazu nehmen. Also wie gesagt, diese Sachen stehen alle in dieser Checkliste drin. Lege ich euch mal definitiv ans Herz, schaut euch das an, hackelt es ab und schaut, was habe ich denn noch vergessen. Wer also diese Tipps berücksichtigt, da steht jetzt nicht alles drin, aber ich glaube, wer das hat, der hilft uns Hilfskräften schon enorm, weil wir uns um den einfach die ersten 14 Tage nicht kümmern müssen. Und wir haben nur kaum Dauer, die ihm quasi nichts gemacht haben, für den wir uns dann kümmern sollten, was aber zeitlich wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Es ist einfach mal so. Wer das nicht glaubt, schaut euch mal mein Video Blackout, was passiert in die ersten 14 Tage an. Vielleicht denkt es dann anders drüber. Ich kann es euch nur empfehlen. Wie gesagt, mir liegt es am Herz, eben um die Hilfskräfte auch zu schützen, dass die ihre Arbeit machen können und die Sachen machen, die wirklich wichtig sind und sich nicht auch noch um sowas kümmern müssen. Also bestellt es euch, Link ist unten. Ich würde es mir, ich habe ein paar von denen gleich bestellt, habe es zusätzlich auf den Computer geladen, sodass ich es quasi in alle Varianten da habe, auch wenn ich das Ding mittlerweile auswendig kenne. Aber es schadet nicht. Manchmal verschenke ich es ja einfach irgendjemand. Vielleicht hilft es ja was. Okay, das war's wieder von mir. Solltet ihr noch Fragen haben, haut es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like freuen, logischerweise. Und noch mehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls noch nicht geschehen. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut. Gern bis zum nächsten Mal wieder. Und ansonsten sage ich pfiat euch, euer Spürgeil von Outdoor Chiemgau.